Schönen guten Morgen und willkommen in der Alphütte von der Zürich Oberlandmesse anlässlich vom Smart City Hackathon 23, Wetziger Smart City Hackathon. Zum ersten Mal geht der Hackathon public, da sind wir ein bisschen unter den Leuten. Das ist auch ein Versuch, um mehr Leute anzuziehen. Und das macht darum Sinn, weil die Stadt Wetzikon Gastgeberin ist, natürlich von der ZOOM, auch Hauptsponsorin und mit einem grossen Stand vertreten ist. Und so kann man am Stand eben auch den Smart City Hackathon zeigen. Und wenn man Lust hat, noch einen Schwenker nach links machen und ist dann mitten an eurem Arbeitsplatz, wo wir später noch wechseln. Herzlich willkommen. Eine kleine, feine Gruppe, da kommen und gehen Leute laufend, so wie es an einem Hackathon eben stattfindet. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch einen Schlafsack mitgenommen, weil er so ambitioniert ist und dann gerade unter dem Tisch möchte schlafen. Und schon sind wir zwei Tage unterwegs, da freue ich mich persönlich sehr drauf. Wenn wir ein bisschen auf die Timeline schauen von heute, wir starten ein bisschen mit einem Rückblick auf letztes Jahr, was ist Gutes entstanden. Da gibt es nämlich schöne Geschichten zum erzählen, da werden wir vor allem einige Mal rausnehmen und natürlich auf die neuen 6 Challenges schauen, die sehr ambitioniert sind und schon recht vorgeschritten sind in den Ideen, sodass wir hoffentlich morgen auch Prototypen zeigen können und schöne Ergebnisse daraus aus. Und wenn ihr seht, sind wir da zuerst in der Alphütte und wechseln später dann unseren Arbeitsplatz in die Eishallen über. Das Eis ist nicht dort im Moment, sondern es sind ein Haufen Stände und einen schönen Platz, wo man so von oben ein bisschen runterschauen könnt und auch die Massen geniessen, die hier diese Tage Zürich Oberlandmesse besuchen tut. Ihr seht, wir sind dann an der Gin-Bar ab 6:30. Als kleine Vorfreude ist das der Tagesausklang, wo wir miteinander nochmal Revue passieren lassen. Und an dieser Stelle, Stefan, würde ich dich gerne mal führen bitten, damit du ein paar Worte auch hast, zum 23, aber auch zum letzten Jahr erzählen und dann auch noch Tana, wo es ein schönes Ergebnis hat. Du darfst gerne dafür. Danke vielmals, Giacinto, für die einleitenden Worte und herzlich willkommen am Smart City Hackathon 2023. Wie Giacinto gesagt hat, uns ist es wichtig, dass unsere Smart City eben ein öffentlicher Anlass wird, dass wir eigentlich in dem Anlass mit dem Kommen und Gehen teilnehmen und auch nachher mit den Ergebnissen daraus die Smart City raustragen. Weil eine Smart City baut man nicht allein, eine Smart City bauen wir alle miteinander. Smart City ist ein zartes Pflänzchen in Wetzikon, das ist uns bewusst. Es ist auch erst der zweite Hackathon, den wir durchführen. In dem Sinne haben wir noch eine gewisse Reise vor uns. Aber es ist sehr schön, sind ihr schon auf dem Zug und fahren mit. Und eben, es hat Leute gegeben, die haben auch aus geschäftlichen Terminen, sind die halt heute dabei und vielleicht dann morgen nicht oder kommen erst morgen, weil es heute noch geschäftliche Termine hat. Es ist manchmal eine unstetige Geschichte, wie wir das aus dem gesellschaftlichen Leben wissen. Aber mit diesen Sachen können wir alle gut umgehen. Und es gibt auch ein bisschen Salz in der Suppe, wenn man in gemischten Teams und in gewechselter Besetzung zusammenarbeitet. Ja, für uns eben aus Sicht vom Rückblick vom Smart City Hackathon ist es einmal wichtig zu sehen, was hat es für ein konkretes Ergebnis gegeben, auch ein Beispiel. Weil mir selber als Standort ist wichtig, dass es nicht einfach nur ein Strohfeuer ist. Wir investieren ja doch, wenn man es in reinrassiger Natur macht 42 Stunden in den Hackathon. Wir machen das ein bisschen reduzierter, wegen der Gin-Bar. Nein, nicht nur wegen der Gin-Bar, aber auch. Aber wir reduzieren in dem Sinn auf die Challenges, die wir da mal vorbereiten, das Angebot. Und eben, wichtig ist kein Strohfeuer. Für uns ist wichtig, dass wir eigentlich Challenges bearbeiten, wo wir nachher auch weitertragen können in der Stadt, in der Verwaltung und für unsere Einwohner in Wetzikon einen Mehrwert generieren. Was eben aus dem Einsatz von heute und morgen etwas entsteht, wie das in dem Beispiel, das wir hier anschauen mit der Dana zusammen, auch passiert ist. Und das Ergebnis, das wir hier miteinander anschauen, Dana, das ist der sogenannte Wetzi-Job. Darf ich euch gerade führen, bitte? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wie Stefan schon gesagt hat, ich war letztes Jahr am 2022 am Hackathon mit dem Wetzi-Job als Challenge-Ownerin und hatte dann das Glück gehabt, dass die Challenge auch bearbeitet wurde ist am Hackathon und vor allem auch im Nachgang zum Hackathon hat können weiter bearbeitet werden. Der
WeziJob ist eine Sackgeldbörse für Jugendliche und die wird von der Jugendarbeit in Wetzikon betrieben. Und die Ausgangslage 2022 war so ein bisschen, sie ist sehr, die Prozesse waren sehr analog, sie waren mit einem relativ hohen administrativen Aufwand für die Jugendarbeit verbunden gewesen. Und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass die ein bisschen wellenartig waren. Mal haben sie viele Jobs gehabt, weil die Jugendarbeit viele Ressourcen können ins Projekt stecken konnte. Und mal haben sie fast keine Jobs gehabt, weil die Jugendarbeit einfach anderweitig ausgelastet war. Und dann war so die Anforderung, man würde sich wünschen für die Zukunft eine digitale Lösung, die für alle Beteiligten, also sprich für die Jugendlichen als Arbeitnehmende, für Arbeitgebende, die ein Job anzubieten haben und auch für die Jugendarbeit möglichst einfach, intuitiv und unkompliziert abwickelbar ist. Und gleichzeitig sind Jugendliche vulnerable Gruppen in der Gesellschaft und gewisse Schutzbedürftigkeit haben. Das heisst, die Sackgeldbörse hat doch nicht voll autonom in die digitale Welt entlassen werden. Wir haben irgendwie müssen gewisse Kontrollmechanismen einbauen. Und so haben wir dann am Hackathon ein Gruppchen von 3 Personen sehr analog gestartet mit Flipcharts. Und haben wir uns überlegt, was wollen wir, wohin soll es gehen, wie sieht der Prozess aus von ich will arbeiten, bis ich bekomme meinen Lohn für mein Jobli, beziehungsweise wie sieht der Prozess aus von hey, ich habe Arbeit und will, dass die Arbeit verrichtet ist und auch ich den entsprechenden Lohn gezahlt habe. Und so haben wir da irgendwie studiert und gemacht und wir haben das Glück gehabt, in unserer Gruppe jemanden zu haben, der programmieren kann. Der Patrick hat dann am Hackathon selber so eine Grundgerüst von einer Landingpage anfangen zu programmieren und gewisse Dummy-Bilder schon mal eingefügt, dass man so ein bisschen sich das auch vorstellen konnte, wie das kann aussehen. Und dann war vor allem unser ganz, ganz grosses Glück, gewesen, dass der Patrick gesagt hat, hey, ich bin bereit, das noch weiter zu programmieren, ich will das gerne zu Ende programmieren. Und hat so dann uns geholfen, um die ganze Geschichte zu realisieren. Und das sieht heute so aus. Da scheint mein technisches Know-how. Ah. Ah, jetzt ist es gegangen. So. Danke dir. Genau, nach ein paar Wochen weiterer Arbeit und diversen Reviews mit der Jugendarbeit, mit Jugendlichen und mir, wo wir geschaut haben, ist das Ganze für uns handelbar, ist dann das entstanden, was ihr da seht. Das ist die neue Homepage, wo da unten, das sind im Moment auch noch Dummies, also sind nicht echte Jobs. Da unten am gerade die aktuellen Jobangebote aufgelistet sind, dass die Jugendlichen gerade sehen, was können sie im Moment arbeiten. Und ich tue euch das gerne zeigen. Es ist ganz wichtig, egal ob ich jetzt ein Jobli Hand vergebe oder ob ich Jugendlich bin und gerne ein Jobli will, ich muss ein Login haben, ich muss mich da einloggen. Ich bin jetzt schon eingeloggt. Und wenn ich jetzt ein Jugendlicher bin und sage, hey cool, ich würde mega gerne Rasenmähen, kann ich die Infos anklicken, lesen, ob das so für mich passt, ob ich mir das vorstellen kann. Und wenn ich sage, doch, ich kann mir das vorstellen, kann ich da draufklicken, ich möchte gerne den Job. Und das ist ganz wichtig, das ist einer von unseren Kontrollmechanismen. Der Jugendliche hat sich jetzt beworben und es wird kontrolliert von der Jugendarbeit, ob das jetzt wie sinnvoll ist, dass der Jugendliche den Job macht, ist das sicher und vertretbar für alle. Auf der anderen Seite haben wir, was vielleicht fast der spannendere Part ist, wenn ich ein Job jetzt vergeben habe. Bis man das kann, ist es so ein bisschen, die Leute läuten der Jugendarbeit an, da schreiben das Mail und dann geht das hin und her und bis alle Einzelheiten geklärt haben. Und jetzt können sie eigentlich einfach da auf, ich biete einen Job und einen neuen Job einstellen.
Sie können alles die Sachen ausfüllen, was es ist, wie lange es geht. Auch sagen, hey, look, das muss zwingend in der ersten Oktoberhälfte erledigt werden, weil sonst habe ich ein Problem. Und auch natürlich, wie viel bin ich bereit zum Zahlen. Wenn das alles ausgefüllt ist, können Sie das Jobangebot zur Prüfung absenden. Denn es geht dann an die Jugendarbeit und die prüfen das auch. Ist das ein Job, wo man kann sagen, das kann ein Jugendlicher von 15 Jahren machen oder ist irgendwie Hausfassade putzen, fünften Stock ungesichert, wo man muss sagen, geht einfach nicht. Wenn die Jugendarbeit den Job für als gut bewertet, können Sie ihn freigeben und dann wird er automatisch da auf der Homepage, auf der ersten Seite, da unten gelistet und steht der Jugendliche zur Bewerbung bereit. Genau. Ja, jetzt sind wir noch dabei, dass diese Seite dann auch live geht. Sie ist im Moment immer noch so im geschützten Rahmen. Das ist wiederum eine technische Geschichte, weil die unterschiedlichen Programmiersprachen müssen zusammengebracht werden. Von dem kann ich leider nicht viel mehr sagen, weil ich nicht rauskomme. Aber der Patrick ist da fleissig dran noch. Und ja, ich bin ihm nach wie vor wahnsinnig dankbar für all die Zeit, die er da drin investiert hat. Und auch so gesehen im Hackathon, dass wir wie unterschiedliche Leute hatten, die da mitgeschafft haben. Wir hätten das sonst nicht so in so einer kurzen Zeit machen können. Wir haben zwei Tage wirklich uns nur auf das Projekt einlassen, was sehr schön war. Und ich hoffe ganz fest, dass ihr jetzt auch zwei so spannende und intensive Tage erleben dürft und könnt schauen, wo ihr das anbringt. Danke. Danke für Madana für das schöne Beispiel, das zeigt, wie wir im Team kreativ an der Smart City arbeiten und für eine Zielgruppe wie die Jugendlichen etwas realisieren. Die heutigen Challenges, die wir bearbeitet haben, die ein oder andere Thematik dabei. Martina hat gerade das Telefon. Jetzt hätte ich gerade dir den Ball übergeben, Martina. Wir machen den Fächer noch ein bisschen auf für die ganze Stadtverwaltung, wo ja auch entsprechend mit uns die Thematik vorbereitet hat und was das alles für die Stadtverwaltung bietet. Martina. Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich von meiner Seite her. Ich darf hier die Stadtverwaltung vertreten. Wir sind letztes Jahr in die erste Ausführung gegangen. Und der Stefan hat vorher gut gesagt, das Thema Smart City ist noch recht neu für die Stadt. Wir haben uns so ein bisschen an das angetastet. Und was für mich ganz wichtige Erkenntnis ist, wo wir so ein bisschen das Thema Smart City gestartet sind, haben wir von Anfang an signalisiert, wir machen jetzt nicht das Papier und jetzt steht dann darunter, was wir verstehen, sondern wir haben von Anfang an eigentlich signalisiert, wir wollen das Leben. Wir wollen das Gedankengut von Smart City leben und wollen das auch in die Stadt hineintragen. Und jetzt hier an dieser diesjährigen Ausführung oder Zoom, finde ich, tut das sehr gut widerspiegeln. Wir sind zum ersten Mal seit langer Zeit vertreten mit einem Stand an der Zoom und auch dort, wenn ihr dann dort noch Gelegenheit habt, zum Vorbeigehen, schaut rein, wo wir immer mehr versuchen, uns die Öffentlichkeit zu präsentieren. Und die Interaktion, die wir suchen mit dem Gewerbe, mit der Bevölkerung, den Austausch, können Rückmeldungen bekommen, das auch können einfließen lassen und so zusammen etwas erarbeiten. Das ist das Gedankengut von Smart City, das wir aufgenommen haben und versuchen zu implementieren. Jetzt ist es dieses Jahr, wir haben es gesehen, ein bisschen klein, aber fein, hast du gesagt, Giacinto, das ist ja so. Aber es ist lässig, dass ihr da seid, dass ihr mitwirken wollt. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich den Mitarbeitenden von der Stadt danken, dass ihr euch da bereit erklärt habt, Challenges auszuarbeiten und das Versuch zu starten und da hinzukommen. Ich glaube, was man kann sagen, auch wenn die Gruppe klein ist, Dano hat es vorher gesagt, du hast Glück gehabt letztes Jahr und dort war es eine grössere Gruppe, dass du zwei Personen gefunden hast, die sich dem angenommen haben. Ich glaube, dann vor allem jemand, der es technisch umgesetzt hat. Also es geht auch mit der Gruppe, wie was Schönes ist an dem Smart City Hackathon, das kann eine Eigendynamik entwickeln und das hoffen wir, dass er das Jahr das wieder wird machen, dass wir nachher genau wieder so Erfolgserlebnis werden haben, wie es Dano letztes Jahr hat dürfen erleben mit ihrer Challenge. In dem Sinn, schön sind ihr da. Ich freue mich darauf, was daraus resultiert und wünsche euch ganz viel Spass. Ja.
Alles gut, dann tue ich noch ein bisschen lauter reden, so machen wir das. In dem Rahmen sollte das auch ohne Boxen möglich sein. Und jetzt kommt ja der spannende Teil, nämlich die Ideen, die man ausgeheckt hat für die Challenges und den Smart City Hackathon 23. Das ist 5 Minuten pro Idee, da muss man performen und zeigen, dass die Idee eben cool ist, dass ihr auch Lust habt zum Mitschaffen. Und so gehen wir auch schon zu der ersten Idee, die heisst Gemeindeporträt und der Challenge Owner ist da der André. Herzlich willkommen, André. Ja, vielen Dank, Giacinto. Guten Morgen miteinander. Es ist mir natürlich eine grosse Ehre, dass ich da die erste Challenge vorstellen darf als Challenge Owner. Ich muss aber das gerade natürlich quasi retour geben. Ich bin ja nicht von Wetzigen, ich bin einfach im Hackathon. Team und ich bin da der Stellvertreter oder neudeutsch der Proxy oder vom Stefan Lenz, der eigentlich die Challenge-Idee kreiert hat und der aber noch eine andere Challenge-Idee dort präsentieren, habe ich das an seiner Stelle übernommen, das Gemeindeporträt. Um was geht es? Es geht darum, dass es natürlich sehr viele Fragen gibt, oder? Das sind der Ausgangsmodell Fragen zu Wetzigen, oder? Beliebiger Art. Und es gibt auch ziemlich viele Daten, oder? Aber die sind nicht so optimal zugänglich. Eine ganz wichtige Quelle sind sogenannte Gemeindeporträts. Das ist eine App vom Kanton Zürich, vielleicht kennt ihr die einen oder anderen, wo über sämtliche Gemeinden im Kanton Zürich Daten zur Verfügung gestellt, und zwar zu 320 Indikatoren als Attribut. Das geht sehr weit durch sämtliche Bereiche durch. Und das ist wirklich auch eine coole App. Nur eben, wenn man dort etwas über Wetzigen wissen muss man zuerst Wetzigen selektieren und dann Ding. Also es ist ziemlich aufwendig, oder halt, wenn es eine gute App ist. Jetzt die Idee, die der Stefan hat und ich da präsentieren darf, ist, dass man diese Daten auf eine gute Art und Weise in die Webseite von der Stadt Wetzigen, die jetzt neu gemacht wird übrigens, wie die meisten wahrscheinlich wissen, integriert. Wir haben zu dem Zweck Kontakt mit dem Statistischen Amt vom Kanton Zürich. Die sind quasi jetzt eben nicht da, aber verfügbar. Die haben uns beraten bereits. Die stellen eigentlich, ja, eben nicht ein eigenes API, aber Download- und Zugangsfazilitäten zu den Daten zur Verfügung. Und sie sind auch online verfügbar, also per Call, oder? Also die helfen dann, es ist wirklich erstaunlich, was da ist, oder? Zuvorderst aber kommen natürlich einfach mal die konzeptionellen Fragen. Also was will man überhaupt zeigen? Was sind denn die Fragen? Was ist das Zielpublikum? Das geht sehr weit, oder? Also wenn wir jetzt an dieser Challenge arbeiten, werden wir zuerst mal versuchen, ein bisschen ein Bild zu machen und nicht gerade loshacken, oder? Also sowieso Stefan und ich, wo dann werden arbeiten, oder? Sind beide nicht so jetzt gerade Hacker, vielleicht kommt da noch der eine oder andere dazu. Dann kann ich da noch ergänzen und dann bin ich fertig. Übrigens, das ist das Bild von dieser App, oder? Einfach die findet man da an der Gemeindeporträt Kanton Zürich. Ist die Zeit schon abgelaufen? Ich sage einfach noch ein letztes Wort. Kein Hackathon ohne ChatGPT. Das ist so mein Motto. Die mich kennen, wissen, dass ich alle paar Monate einen Hackathon organisiere. Und ich denke, das ist ein ideales Thema für einen sprachbasierten Zugang, oder? Jetzt natürlich auf Basis eben von KI-basierten Tools, oder? Und da hätten wir dann auch das Beispiel und da haben wir auch bereits Kontakt, oder, zu einer möglichen Lösung, die eben nicht einfach ChatGPT braucht, sondern etwas Eigenes macht. Und das werden wir sicher auch anschauen. Fertig. Vielen herzlichen Dank, sehr spannend. Da auch drin zu grübeln, was dann eben der End-User möchte sehen und mit welchen Daten er auch etwas anfangen kann. Die zweite Challenge-Idee präsentiert von mir, Stefan. Da geht es um Projektinformationen aus deinem Ressort, Hoch- und Tiefbau. Und da sind wir sehr gespannt, was ihr euch da dabei erhofft und wie die Ideen dahinter sind. Danke, Giacinto. Genau, es geht um auch in diesem Bereich um Kundennähe und einen gewissen Self-Service-Gedanken. Der Thomas Gerber, der mir
Co-Challenge-Owner ist aktuell an der DNL und KMU-Forum statt am Vertreter. Er kommt dann am Nachmittag, auch klingt er sich entsprechend ein und schafft dann an dieser Challenge mit. Darum tue ich die Challenge gerade hier vorstellen. Mir ist es ein Anliegen, weil ich auch in der Milizfunktion als Stadtrat unterwegs bin, habe ich auch noch einen anderen Beruf. Und im anderen Beruf bin ich Unternehmensberater und dort ist Kundenorientierung top, sagen wir mal so. Und aus dieser Sicht heraus habe ich auch mein Ressort übernommen, Hochbau und Tiefbau, und habe mir den Gedanken gemacht, ja, nach einem guten Jahr, was gibt es für Möglichkeiten, um auch in diesem Bereich Projektinformationen, Hochbau, Tiefbau, uns mehr zu öffnen über unsere Kundschaft. Wir haben ja unterschiedliche Zielgruppen von unserer Kundschaft, das ist ein wichtiges Element, was natürlich Kunden, die in der Stadt, mit der Stadt zu tun haben, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ein Informationsbedürfnis haben. Eben, es geht primär darum, mal Projektinformationen für Hochbau- und Tiefbauvorhaben zur Verfügung zu stellen. Die Stadt hat unheimlich viele Informationen zu jedem Hochbau- und Tiefbauprojekt. Als ich das Ressort übernommen habe, hatte ich etwa 1300 Geschäfte auf dem Tisch. Es sind mittlerweile nicht wesentlich weniger geworden, sage ich mal so, aber andere. Und ganz viele Geschäfte haben auch eine unheimliche Historie. Wir arbeiten am einen Quartierplan seit 25 Jahren. Da kann man sich vorstellen, was da eigentlich für eine Datenmenge vorhanden ist. Und es geht eigentlich darum, in so einer Challenge sich auch zu überlegen, welche Informationen für welche Zielgruppe in welchem Moment denn sinnvoll ist. Was ist auch rechtlich möglich, ist sicher eine von den Fragestellungen, weil nicht alle Informationen, die wir haben, dürfen wir öffentlich publizieren. Aber wichtig ist mir, dass wir eben unseren Einwohnern, den Unternehmen, politisch engagierten Personen einen besseren Service bietet, dass die Projekte, die unterwegs sind, eben mehr Informationen können ausgestattet werden. Wir haben ein ganz zentrales System, das unsere Verwaltungsarbeit unterstützt. Das nennt sich CMI. Und das System CMI ist eine Geschäftsverwaltungsapplikation. Und die Geschäftsverwaltungsapplikation unterstützt sämtliche Projektarbeiten. Und wir haben eben parallel dazu unser Webseitenprojekt, also wetziker.ch, wo am Start ist, um komplett neu gebaut werden. Und das ist natürlich jetzt ein glücklicher Zufall, kann man sagen, wenn das Webseitenprojekt ganz neu am Start ist, um zu sagen, okay, in diesem Webseitenprojekt solche Projektinformationen, Hochbau und Tiefbau für unterschiedliche Zielgruppen einzubauen, das müsste in der heutigen digitalen Welt möglich sein. Aber wir denken eben die Welt zuerst mal vom Kunden her, das wird der Anfang jetzt von der Projektarbeit, vom Kunden her gedacht. Und dann hinten wichtig Schnittstellen und API durchzubohren, dass der ganze Tunnel eigentlich funktioniert. Und da wird unser Projektpartner auch dazukommen. Der Florian Baumann von der Firma Talos Informatik hat heute Betriebsausflug, ist aber morgen verfügbar vor Ort und wird sich dann auch dieser Challenge annehmen, wenn die fachlichen Informationen schon einigermaßen klar sind. Zumindest in den Grundzügen. Es geht eben darum, im Hintergrund sieht man die Applikation CMI mit einem Bauprojekt beispielsweise. Im vorderen Bereich eingeblendet ist ein Ausschnitt aus dem Geschäftsbericht. Das ist ein totes PDF natürlich. Und jetzt geht es eben darum, die beiden Sachen miteinander zu aktivieren. Wie kann ich Informationen hinten aus dem CMI, wo Bauprojekte verfügbar sind, vorne auch auf eine Landkarte einbauen? Und das Thema Karte führt mich dann zu Martin Frischknecht, unserem Partner von der Ingesa, der Geoinformationen zur Verfügung stellt. Und so werden wir das Projekt auch miteinander angehen, um zu sagen, wie können wir Informationen zu dem Projekt grafisch verfügbar machen, eben und das mit der Hilfe der Datenbank im CMI. Das ist unsere Challenge Nummer 2, Self-Service und qualitativ aktuelle, hochverfügbare Informationen. Ich freue mich auf Mitarbeit. Herzlichen Dank, Stefan. Challenge Idee 3 kommt aus der Region, von der Standortförderung Zürich-Oberland, auch in Zusammenarbeit mit der Jacqueline Falk, die heute auch da ist. Und Kultur- und Gesellschaftsthemen, die sind überall präsent und vermischen sich mit wirtschaftlichen Themen und überall, wo wir unterwegs sind. Und Kultur schafft eben Identität und das braucht der Wetziker und die Wetzikerin und das braucht der Zürich-Oberländer und Zürich-Oberländerin, um sich da zu Hause fühlen und möglichst da bleiben und da arbeiten und da wohnen und da Wertschöpfung schaffen. Und aus dem heraus ist die Idee von einer Augmented Reality. Da steht Römerkastell, das ist ein gutes Beispiel, ist auch ein Ausflugsziel, wenn man auf Wetziken kommt und um den See läuft, wo man als gutes Beispiel kann nehmen und transportieren auf ganz viele Sachen, so dass man eben kulturelle Güter
auch auf eine moderne Art zugänglich macht und so kann Identität schaffen. Und weil nicht ich immer da reden will, haben wir die Anna Florina Kählin online zugeschaltet. Sie ist von der Firma Freisicht. Die Firma Freisicht aus Zürich ist spezialisiert auf Augmented Reality-Geschichten und sehr versiert. Und dann schauen wir, dass die Verbindung nach Zürich klappt. Hallo, wir hören dich schon und der Bildschirm da probiert dich noch mit per Gesichtserkennung da drauf zu beamen und dann sind wir dann gleich ready. Du hörst uns auch? Ja, genau. Ich höre schon alle Challenges und Regierungen. Und sobald ich sagen, ich würde mir die Challenge Wir brauchen nur noch ein paar Sekunden, Anna. Vielleicht kannst du noch schnell etwas über die Firma Freisicht sagen, um Zeit überbrücken in 60 Sekunden. Ja, wir sind eher eine Unfirma. Wir sind jetzt seit 2020 und wir haben uns wirklich spezialisiert auf Augmented und Virtual Reality. Es hat insgesamt eigentlich so visuelle Technologien oder Technologien, die sich mit visuellen beschäftigen und auch mit Interaktion. Und wir schaffen wirklich ausschließlich für den Kulturbereich, weil wir dort auch ein inhaltliches Fachwissen haben und dafür interessieren. Und das ist von dem her so unsere doppelte Spezialisierung, einerseits so visuelle Sachen und andererseits so auf eben Kulturbereich. Und insofern ist das ein tolles Projekt, das wir da jetzt in die Challenge führen, weil das einfach genau in diesem Bereich, ist. Und jetzt sehen wir dich auch alle endlich. Herzlich willkommen hier zu Witzig in der guten Almstube. Und von dem her ist die Bühne frei für dich. Danke, Anna. Das ist gut, danke für die Einladung. Und das ist ein schöner Kontrast in dieser Holzstube hier in der Witze. Und das, was ich vorstelle, ist Yoga, denke ich, recht ein grosser Kontrast mit Augmented Reality, die eine sehr neue Technologie ist. Und so kann man stellen, wo etwas alles darstellt und etwas sehr spannend und fest, was man anlegen kann. Die Idee von unserer Challenge ist, dass wir das Röntgenkastell, das man im Moment hier um eine sieht, das heißt, ich sehr schön aufbereitet, aber trotzdem sieht man einfach nur noch, ich kann mir erahnen, wie es früher mal aussieht. Und unsere Idee ist jetzt, dass wir dank Augmented Reality, die ermöglicht, dass man Sachen darstellen kann, die es nicht gibt oder nicht mehr gibt, dass wir mit dieser Technologie ermöglichen, dass wir die Römerkastelle anschauen kann, so wie es früher mal aussehen. Und das bedeutet, dass wir einerseits das Modell werden müssen, also wir werden es rekonstruieren, wie das früher ausgesehen hat, und nachher vor Ort verankern. Dass man kann irgendwo ein Schild scannen kann und nachher sieht man, wie das aussieht. Und das ist wie eine schöne Möglichkeit, um etwas zu zeigen, wo man mit Worten schwierig beschreiben kann, wie es genau aussehen hat. Und so hat man die Möglichkeit, um schlicht und einfach ohne überhaupt ein Wort einfach zu visualisieren, wie es aussehen wird. Was einem sehr viele Informationen gibt. Und die Idee ist auch, dass man das von weitem auch schon anschauen kann und insofern nicht einmal raufgehen muss. Also von dem her, dass ich einen Teaser zum Kastell kann haben über das Augmented Reality-Angebot. Und es gibt auch die Möglichkeit, um dort noch weitere Informationen hinzufügen, trotzdem so, dass man eigentlich wie einen ganz neuen Zugang kann schaffen zum Kastell, wie es im Moment ist. Genau, und damit das vom Aufwand her nicht eine riesengroße Sache ist, weil Augmented Reality ist grundsätzlich recht etwas Komplexes, haben wir sowieso als Firma eine App entwickelt, die heisst Artverse. Und die ist explizit für Museen und Kulturinstitutionen, wo dort verschiedene Museen, die dort Augmented Reality Angebote drauf haben. Und das Römerkastell wäre jetzt auch eines von diesen Angeboten und das würde heissen, dass das eingebunden wird in eine bestehende App und insofern die Leute, die das abladen, nicht abladen speziell für jetzt das Römerkastell, sondern die App auch weiter können brauchen. Wenn Sie mal bei Kunsthausbild sind, dann werden Sie auch darauf hingewiesen, dass es beim Römerkastell etwas gibt, was Sie mal anschauen können. Und so ist eigentlich die App, die so ein gegenseitiges Aufmerksam machen, wo gibt es eigentlich spannende Augmented Reality-Angebote. Genau, das wäre so das Setting rundherum. Ja.
Hast du uns noch etwas zum Zeigen? Oder? Im Moment nicht. Ich würde morgen die Sachen zeigen. Spannend, du bist jetzt noch in Zürich, morgen ab 2 für einen Workshop verfügbar. Und vielleicht kannst du noch schnell ausholen. Jetzt am Stand von der Stadt Wetzikon kann man schon mal ein bisschen Augmented Reality erleben. In ein paar Worten, was können Besucherinnen und Besucher und wir, wenn wir eine Pause haben, am Stand von der Stadt sehen? Ja, das ist etwas relativ Besonderes. Und zwar ist der Stefan, der Herr Lenz, ist als aus einem Foto von ihm ist ein 3D-Modell erstellt worden. Und ihr könnt euch vorstellen, normalerweise ist ein 3D-Modell machen, bedeutet, dass man eine Person muss kennen von rundherum und nachher alle 3D-Informationen hat. Und nachher muss man sie noch animieren, was für eine Handarbeit bedeutet. Und das, was wir gemacht haben, ist schlicht aus einem Foto. Das ist alles basierend auf AI. Haben wir ein Foto aufgeblasen und aus dem ein 3D-Modell gemacht und das animiert. Wir werden sehen, die Qualität ist entsprechend nicht, kommt nicht an das her von einem super hoch aufgelösten 3D-Scan und gleichzeitig ist es faszinierend, dass man aus einem Foto einfach eine 3D-Figur machen kann. Und das könnt ihr am Stand anschauen. Vielen herzlichen Dank und von uns einen Applaus an dich aus Zürich. Danke. Wir freuen uns morgen auf dich und bis dann einen guten Tag. Ciao, Anna. Danke euch auch. Viel Spaß im Hacken. Und der Stefan kommen wir also nicht um, sei es am Stand oder da live bei uns. Und dann haben wir die nächste Challenge, das ist die Idee Nummer 4 von 6. Es geht um eine Sharing-Plattform von Gebrauchsgegenständen im Thema Kreislaufwirtschaft. Da begrüßen wir den Martin Eckenberger bei uns. Hallo Martin. Guten Morgen miteinander. Also wir sind jetzt bei den alten Römern und wir kommen jetzt wieder zurück in die Gegenwart zu einem wichtigen Thema, nämlich eben ressourcenschonenden Einsatz von Gebrauchsgegenständen, von Materialien. Wir kommen auch von den alten Römern zurück zu den Wetzikon, weil es ist eigentlich ein stadtinternes Projekt, das wir hier haben. Es geht um die Stadtverwaltung und um gegliederte Betriebe, zum Beispiel Unterhaltsdienst oder auch, Hauswartdienst, wo auf Schulanlagen oder in den Sportanlagen vollzogen werden. Es geht darum, dass wir unsere Ressourcen möglichst schonend einsetzen, nichts fortrühren müssen, was nicht unbedingt nötig ist. Und darum ist da die Challenge-Idee geboren worden, dass wir intern voneinander besser wissen, was überhaupt rum ist, weil die einzelnen Betriebe, die sind recht autonom unterwegs. Stadtwerk oder Unterhaltsdienst oder auch da, wo wir die Sportanlagen sind, die haben keine gemeinsamen Kanäle, wo sie miteinander können, Sachen austauschen oder Know-how transferieren. Und da wäre schon Möglichkeit, dass wir mit einer guten Plattform, auch über Computer gesteuerte Sachen, über eine App, über eine Webseite, das werden wir dann sehen, was sich da anbietet, könnte die ganze Zustand verbessern. Es gibt schon, sagen wir, so ein bisschen geistige Vorbilder, die man könnte nehmen. Es gibt eine Plattform, die heisst shareit.com. Oder es gibt aber auch eine Schweizer Plattform, die heisst sharely.ch. Dort kann man Ressourcen eingeben und man kann die auch dort mieten oder auslehnen. Und ich denke, irgendetwas in diese Richtung wäre für die Stadt Wetzikon auch irgendwie niederschwelliger kann programmieren oder einbauen irgendwo, was es schon gibt. Das wird ja hoffentlich dann der Hackathon zeigen. Die Erwartungen, die wir haben, ist, dass wir nachher am Schluss mehr internes Know-how haben, wo man auch verfügbar kann, neu nachschauen kann. Die ganzen Sachen kann man ökologischer brauchen, schauen, dass Putzmittel nicht ablaufen. Vielleicht braucht man das an einem anderen Ort von der Stadt, kann man das noch brauchen. Auch wenn jetzt da vielleicht auf der Sportanlage in nächster Zeit das nicht gebraucht wird, das ist auch so als Beispiel.
Oder bestenfalls natürlich kann man auch Maschinen oder Geräte, die teuer sind in der Anschaffung, besser ausnutzen und muss allenfalls nicht für eine andere Anlage noch ein zweites Gerät kaufen, sondern wenn man weiss, dass das vorhanden ist, dass man das mit einem Benutzungsplan vielleicht dann eben auch kann entsprechend gut ausnutzen. Ja, sind wir gespannt, was da für gute Ideen kommen. Ich denke, das ist ein Projekt, das in der Idee von der heutigen Zeit sicher weit oben sollte sein. Und ich hoffe, es finden einen Haufen Leute, die das spannend finden, damit man etwas Gutes kann erarbeiten kann. Vielen herzlichen Dank, Martin. Dann kommen wir schon zu der zweitletzten und fünften Challenge: Siedlungsökologie. Für das haben wir zu Gast Manuel Restle. Herzlich willkommen auf der Hackathon-Bühne. Ja, ich bin von der Abteilung Umwelt da, zuständig dort für Naturschutz, Grünthemen und beschäftige mich halt viel auch mit der Natur im Siedlungsraum, Siedlungsökologie. Ich würde gerade zum Anfang auf die Folie gehen. Die Challenge ist in dem Sinn, geht darum, um die Frage, wie könnte man Metzger an diesen neuralgischen Stellen ein bisschen schöner gestalten, ganz plakativ gesagt. Und wie können wir die Lebensqualität, die Wohnortsqualität als Metzger, als Wirtschaftsstandort ein bisschen entwickeln, jetzt im Sinne von Lebenswert, hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Natürlich mit dem Hintergedanken auch für die Natur etwas zu tun, Klimaanpassung. Alle reden von der Biodiversitätskrise, von der Klimakrise. Und ich glaube, es gibt das Potenzial, um die beiden Themen, Aufenthaltsqualität, sich wohlfühlen, Natur, Klimaanpassung, Hand in Hand gehen. Es ist so, die Flächen, die wir hier sehen, sind jetzt einfach mal Ausschnitt aus Wetzikon. Wir wissen, 85% von der Fläche von Wetzikon sind 80% von der Fläche von Wetzikon sind in privater Hand. 85%, 15% sind in städtischer Hand. Ich kann versuchen, direkt auf die 15% einwirken. Bei den anderen 85% sind wir darauf angewiesen, dass die Privaten mitziehen. Und das ist jetzt eigentlich auch das Thema von dieser Challenge. Wie können wir auf diesen 85%, die in der Vaterhand sind, die Leute animieren, das Gewerbe, die Einwohner, um eben die Flächen ein bisschen aufzuhübschen? Ich stelle mir vor, dass man 2 bis 3 konkrete Projekte entwickelt mit deren Antwort oder mit Lösungsvorschlägen, die auf die Flächen zielen, die öffentlich zugänglich sind, aber in privater Hand sind. Ideen gibt es viel, es wird schon viel umgesetzt. Oben sehen wir ein Beispiel von der Asphaltknacker, die Stadt Aarau, wo halt so Flächen, die eben nicht so schön sind, entsiedelt und grün schaffen. Unten sehen wir das Bild vom Frau Gerolds Garten, da kennen wahrscheinlich die meisten von euch, in der Hardbrook in Zürich, wo man mit halt provisorischen Massnahmen einen sehr unwirtlichen Industriestandort sehr schön gestaltet hat. Ich glaube, so Sachen werden auch witzig gewählt und das wäre eine Challenge für euch. Danke vielmals, Applaus für dich. Mehr Grün ist immer gut und gibt mehr Schnuff. Und auch für die Senioren ein Ausflugsort zum Durchschnaufen. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema und der letzten Challenge-Idee vom Hackathon 23, Senioren-App und der Barbara Hürliba, willkommen auf der Bühne. Geben wir dir einen Applaus. Wir warten jetzt.
Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, Ihnen die letzte Challenge zu präsentieren. Wir haben vorher ein super Beispiel gehört von der Dana, wo sie für die Jugend hat dürfen mit den Hackern zusammen eine App entwickeln. Jetzt bewegen wir uns bei den Senioren eigentlich am anderen Ende des Lebenszyklus. Und auch für die Senioren möchten wir ein gutes Angebot können bereitstellen, als Stadt Wetzikon. Wir haben ja ganz viel Angebot für die ältere Bevölkerung. Aber, und ich würde das gerne rasch auf dieser Seite präsentieren, das kommt sehr unattraktiv daher. Wir haben auf der Homepage irgendwelche Beispiele. Man sieht hier, ja, man hat irgendwelche Tabulatas, man hat irgendwelche Orte, wo man hingehen kann. Man sieht irgendwelche Leistungserbringer, aber man weiß gar nicht, was steckt eigentlich dahinter. Und dann klickt man vielleicht mal drauf und dann kommt man vielleicht mal auf eine Telefonnummer, wo man sich dann telefonisch anmelden muss. Also alles sehr unattraktiv, weil die heutigen Senioren, und da spreche ich so Senioren 65 plus an, die sind sehr digital unterwegs. Das wissen viele nicht, aber es ist so, 74% mindestens. Es gibt auch Studien, die sagen, 85% der über 65-jährigen Seniorinnen und Senioren sind besser bewandert, fast wie zu den Jungen. Also die können mit IT umgehen, die können mit Apps umgehen, die können mit Homepage umgehen. Und wir möchten jetzt, dass wir mit sie auch noch weiter können befähigen und ihnen die Möglichkeit geben, mit der Stadt Wetzikon so in Kontakt zu treten. Es soll also eine Senioren-App entstehen, eine Senioren-App, die zugeschnitten ist auf die ältere Bevölkerung, die nicht reizüberflutet ist, die vielleicht sprachgesteuert ist, die gut lesbar ist, die sich aufs Wesentliche beschränkt, die aber irgendwo auch interaktiv ist. Also man soll dort können die verschiedenen Angebote, die die Stadt Wetzikon bereitstellt, können mit einer Kalenderfunktion verbinden, mit der Wohnadresse von dieser Person verbinden. Man soll sich können anmelden. Man soll auch können in Kontakt treten mit der Stadt Wetzikon, aber wir auch mit den Senioren und Senioren. Zum Beispiel würden wir neu ein Senioren-Bowling anbieten. Das würden wir einfach an einem Abend eine Bahn bereitstellen. Und da kann jeder Mann, der Lust hat, kann kommen, kann sich mit anderen Leuten austauschen, kann im Leben bleiben. Und so wollen wir dann auch mit dieser App mit den Senioren in Kontakt treten. Ja, das wäre so unsere Vorstellung. Mit diesen Angeboten, die wir hier bieten in der Stadt Wetzikon, sollen die Leute auch länger zu Hause bleiben. Sie sollen fit bleiben, sie sollen sozial integriert werden. Das wäre also unsere Wunschvorstellung. Man sieht hier ein Beispiel, das ist von Deutschland, wo schon so eine Senioren-App entwickelt worden ist. Und die kann man dann auch ausbauen. Also wir haben vorher gerade gedacht, man könnte ja auch Senioren-Jobs anbieten. Oder? Wir haben jetzt so einen Job für Jugendliche. Vielleicht kann man auch Jobs für Senioren anbieten, wo man dann Babys hinterkommt. Man kann auch Unterhaltungsmöglichkeiten, man kann Spiele drauf tun gegen Demenz und so weiter. Ja, das wäre so die Challenge. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand Lust hat und bereit wird erklären, so eine App zu entwickeln und freue mich auf die nächsten zwei Tage. Merci. Du hast es gerade richtig gesagt. Was macht Lust zum Mitschaffen? Jetzt beim Analosen habe ich Lust auf alle sechs. Vielleicht kann man sich da in diesen zwei Tagen da und dort drunter mischen, aber vielleicht habt ihr euch schon entschieden, wo es hergehen soll. Das ist auch gerade der Aufruf, dass wir uns jetzt in den nächsten Viertelstunden mal ein bisschen mischen, sammeln, die Sachen zusammenpacken, das Handy nicht vergessen, die Schlüsselbünde und alles, was ihr morgen in die Ferien mitnehmen wollt, für die am Start sind, damit ihr gut gerüstet seid. Und dann würden wir nachher in die Eishallen übergehen. Und da nochmal die Erinnerung, wir sind ziemlich pünktlich unterwegs, 10:45 ist, aber um 11 Uhr soll es dann losgehen und der erste Break dann so auf die Eis. Und jetzt geht es darum, sich ein bisschen zu finden, Platz zu nehmen, die richtige Challenge zu hocken, Leute kennenlernen, wo man noch nicht so unterwegs ist und die Themen starten, die unglaublich spannend sind. Und für die, die heute zuschauen, der Aufruf zur Jugendlandmesse ist noch und der Hackathon auch heute und morgen, da darf man vorbeikommen. Ihr findet uns, wenn ihr in die Eishalle geht, anstatt an Stand von der Stadt Wetzikon,
euch dort informieren, wo man uns findet. Und das ist gar nicht so schwierig. Da freuen wir uns auf viele Besucher. Hacker muss man in dem Sinne nicht sein. Ihr merkt, da geht es auch um Ideen und Mitgestalten. Da muss man nicht am PC bewandert sein, sondern ein offener Kopf für viele spannende Themen. In dem Sinne herzlich willkommen bei uns und am Hackathon und euch viel Spass beim Mischeln und Ideen aushacken. Und dann freuen wir uns auf die zwei Tage und selbstverständlich das Ergebnis morgen. Viel Spass!